noch wissen? Ja, genau. Wir sind ja beim Thema Flüchtlinge und das ist jetzt eine Erfahrung, die wir halt gemacht haben. Wir wohnen ja in einer relativ kleinen Stadt. Und man kriegt immer diese Extremen mit. Also wir hatten jetzt im Freibad, war jetzt da ganz nah dabei, ich habe im Freibad gearbeitet. Dann war da ein Syrer, 50-jährig, der dann im Bereichen, wo halt viele Menschen aufeinander waren, gezielt irgendwelche Frauen angegrapscht hat. Und das ist überall, überall zu finden gewesen. Es war in Facebook, es war wirklich echt extrem. Dann kriegt man mit, also wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, ich bin bestimmt nicht jemand, den die von daheim kennen. Ich bin blond und wenn mich jemand anmacht, dann stelle ich mich auch hin und sag, hey, komm, lass mich in Ruhe, verpiss dich. Also, ja, und dann hat man wirklich immer diese Extreme. Also entweder sie sind total gefährlich und sie machen unsere Kultur kaputt und sie sind alle nur Schmarotzer oder man hat dieses Willkommenskulturmäßige und für uns ist es halt schwierig, damit umzugehen. Weil was ist dann die eigene Meinung oder was soll man denn dann selber irgendwann denken, wenn man wirklich beides so extrem mitkriegt? Ja, und gerade dadurch, dass wir eben so eine Kleinstadt sind, ist für uns natürlich, wir sagen halt, eigentlich dürfte ja bei uns nicht so viel passieren, weil bei uns sind einfach nicht so viele Flüchtlinge eigentlich so, also auf die Menschenmasse bezogen. Und wenn wir dann eben schon solche Fälle mitkriegen und wir hatten auch den Fall, dass bei uns in der Sporthalle ja jetzt Flüchtlinge untergekommen sind und sich zum Teil, nicht alle natürlich, aber viele sich gewehrt haben, dort einzuziehen, weil sie einfach den Standard nicht mochten, sage ich mal. Und für uns ist einfach schwierig dann zu sagen, na, sie brauchen Hilfe, aber wieso nehmen sie die Hilfe dann nicht an? Das ist halt für uns schwierig, dann das abzugrenzen und ja, also deswegen sehen wir uns vielleicht auch, oder sehen wir dem Thema vielleicht auch kritisch gegenüber. Fangen wir vielleicht mal vorne an. Wo kommen die Flüchtlinge her? Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Kriegsflüchtlinge und nicht die, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Auch die haben ein Recht, ihr Land zu verlassen, aber da gibt es eben auch Regelungen und die können eben nicht zu uns kommen, aufgrund auch des Grundgesetzes und anderer Menschenrechtskonventionen. Also bleiben wir mal bei den Kriegsflüchtlingen, die kommen hauptsächlich aus Syrien und dem Irak und einige auch aus Afghanistan. Vorweg vielleicht eine Geschichte, die eine Freundin mir erzählt hat, Sandra Petersmann, die arbeitet für die ARD, aber im Hörfunkbereich. Und die ist Korrespondentin in Indien und zu Indien gehört auch das Einzugsgebiet Afghanistan. Und sie war häufiger schon da und auch in sehr brenzligen Situationen, ist also eine sehr erfahrene Reporterin, die schon viel gesehen und viel gehört hat und hat dann einmal eine ältere Frau interviewt, die in einer ganz langen Schlange anstand, um einen Asylantrag zu stellen. Und dann hat sie diese Frau gefragt, was sie denn machen würde, wenn das jetzt hier alles nicht klappt. Und dann hat sie gesagt, sie würde sich auf jeden Fall auch Geld leihen, um übers Mittelmeer oder welche Wege auch immer es gibt, auf jeden Fall, um nach Europa zu kommen. Und dann hat Sandra sie gefragt und meinte, aber sie wissen schon, dass diese Überfahrten ziemlich gefährlich sind und dass viele Menschen sterben. Und dann hat sie zu ihr gesagt, ich sterbe lieber einmal richtig als jeden Tag ein bisschen. Und das ist echt ein Satz, den man erstmal sacken lassen muss, weil ich glaube, dass wir uns das alle nicht vorstellen können, was es heißt, in einem Kriegsgebiet zu leben, zu wohnen, zu arbeiten, Menschen sterben zu sehen. Und so, das ist das eine. Das andere ist, dass zum Beispiel auch den Flüchtlingen in Afghanistan gesagt wird von den Schleppern, du gehst nach Deutschland. Ich meine, das waren die Anfänge. Das hat sich mittlerweile verändert, auch weil Deutschland und andere Länder Aufklärungsarbeit geleistet haben. Aber vielen Flüchtlingen wurde eben versprochen, wenn du den Weg über das Mittelmeer schaffst, jetzt sehe ich euch auch wieder, toll. Dann bekommst du eine Wohnung, du bekommst 5.000 Euro und dir wird bei allem geholfen. Und die Leute haben das geglaubt. Und zwar haben das Akademiker geglaubt, obwohl sie es hätten besser wissen müssen, weil sie einfach so eine Hoffnung darin hatten. Und ungebildete Leute glauben es natürlich erst recht. Das heißt, sie kommen hier an und haben einige, nicht alle, also, aber einige haben eine gewisse Erwartung, die man ihnen erstmal nehmen muss, weil das ist natürlich völlig absurd. Ja, das, was denen versprochen wurde.
Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in, ihr wart, ein paar von euch waren in Flüchtlingsunterkünften, oder? Ja, also wir waren einmal in so einem Haus mehr oder weniger. Das war eigentlich ein Gasthof, soweit ich mich erinnere. Und Okay. da haben ziemlich viele eng aufeinander eigentlich gewohnt. Und auch wenn die es eigentlich echt nicht gut hatten, waren die richtig herzlich und haben eigentlich alles so mit uns geteilt irgendwie auf eine Art. Und es war echt nett mit denen. Also ich habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Da muss man jetzt dazu sagen, dass es quasi schon sehr besonders war, weil, so wie vorher auch schon gesagt wurde, haben wir zum Beispiel direkt neben unserer Schule eine Turnhalle, wo Hunderte aufeinander leben. Aber was ich dann zum Beispiel interessant fand, war, als wir in Finnland waren, da waren wir auch in einer Flüchtlingsunterkunft. Und das war aber auch keine vorübergehende, sondern das war schon immer eine gewesen. Und das war ein altes Gefängnis und da hat man einfach gemerkt, dass das Ganze sehr, sehr strukturiert war. Also da gab es unten ein Stockwerk, bei dem quasi so ein Laden eingerichtet war. Und also da hat man echt gemerkt, dadurch, dass sie auch nicht so viele Flüchtlinge im Land haben, aber es war einfach sehr organisiert. Und das ist, glaube ich, hier zum Teil schwer, weil es einfach alles so plötzlich kam. Ja, die Flüchtlingsheime, die ich in Deutschland besucht habe, hatten alle eins gemeinsam: Niemand hatte Privatsphäre. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie, naja und? Also ich meine, die sollen froh sein, dass sie in Sicherheit leben können und dass sie was zu essen bekommen. Das wird auch mein Fazit sein. Aber dazwischen gibt es eben noch die andere Wahrheit. Niemand von uns, so wie wir groß geworden sind, auch von euch nicht, möchte auch nur eine Woche mit denen tauschen. Ich weiß, ich würde Amok laufen. Also ich war in Zimmern, da haben sich 10 Leute, Männer und Frauen, was für arabische oder muslimische Frauen echt auch ein Problem ist, ein Zimmer teilen müssen, mit Kindern, die krank waren, mit Männern, die nachts, weil sie so ein großes Trauma haben, geschrien haben, mit Kindern, die geschrien haben, mit Menschen, die krank waren. Also du kommst gar nicht richtig dazu zu schlafen, du kannst dich nicht in Ruhe umziehen, du kannst dich nicht in Ruhe waschen, du kannst niemals richtig für dich sein. Und das machst du mit eine Woche und das machst du auch 3 Wochen mit und das machst du auch 3 Monate mit. Nur irgendwann, und das kann ich verstehen und auf der anderen Seite auch nicht verstehen, dass sie da raus wollen und dass denen die Decke auf den Kopf fällt. Und ich weiß nicht, ist von euch einer aus dem arabischen Kulturkreis, einer der Jungs? Ich bin Türke, aber ich hätte eine Ja, passende türkische Frage Kultur. dazu. Ja, Und zu. warte mal. Dann, aber du Ja, weißt mir es wurde doch das auch. Mikrofon. Ist es bei euch zu Hause? Wer sorgt im Grunde und wer kümmert sich um die Familie? Mein Vater geht arbeiten, meine Mutter hat einen Super. Teilzeitjob, aber bei mir zu Hause dominiert meine Mutter. Ich bin da ein Ausnahmefall wahrscheinlich, aber das ist so. Bei uns war die Mutter auch nur der heimliche Boss. Aber das haben unsere Kulturen gleich. Und ehrlich gesagt ist das in Deutschland nicht so anders. Jedenfalls vor 20, 30, 40 Jahren war es nicht anders. Wir tun so, als hätten wir hier irgendwie die Emanzipation und die Aufklärung und die Gleichberechtigung schon seit 1000 Jahren in Deutschland. Liebe Leute, seit wann dürfen Frauen in Deutschland wählen? Seit wann dürfen Frauen in Deutschland Auto fahren? Seit wann dürfen Frauen in Deutschland den Beruf ausleben, den sie wirklich wollen? Alles noch nicht so lange her. Aber, und da, ich glaube, das ist einfach in den Genen des Mannes und das ist eben der Beschützer und derjenige, der sich um die Familie kümmert. Und das haben nicht nur die Araber und die Türken gemein, sondern auch die Deutschen und die Niederländer und die Amerikaner. Der Mann hat erstmal die Aufgabe, sich um die Familie zu kümmern. So, jetzt kommen die hierher und im Grunde sind denen die Eier abgeschnitten worden, weil die können nicht arbeiten, die können sich nicht um die Familie kümmern, die haben hier nichts mehr zu sagen, die müssen sich unterordnen. Das muss man alles ein bisschen mit bedenken und berücksichtigen, wenn man auch über Integration nachdenkt. Ich will das alles nicht schönreden, wenn sich die daneben benehmen oder beklagen. Ich will nur sagen, aus der menschlichen Sicht habe ich dafür erstmal Verständnis. Denn ich würde, glaube ich, genauso sein und würde aus diesem Flüchtlingsheim raus wollen und versuchen, irgendwie eigenständig und selbstständig zu leben. Das geht aber nun mal nicht. Schon gar nicht, wenn 1 Million Menschen nach Deutschland kommen. Und Europa an dieser Stelle versagt. Das muss man auch mal sagen. Was hätte Europa denn gemacht, wenn Angela Merkel die Grenzen im September letzten Jahres nicht geöffnet hätte?
für die Flüchtlinge, die da irgendwie fast krepiert sind. So, also das mal zu dieser Situation, wie die hierher kommen und wie die hier leben. Das ist das eine. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Darf ich hier einmal schön reinkrätschen? Ja, was war denn nochmal die Frage, verdammt nochmal? Das ist eine gute Frage. Das wissen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ich weiß, die okay. Problematik, wie man dann damit umgeht, wenn die sich daneben benehmen. Also, ja. Ich bin jedes Mal sauer, natürlich, wenn ich lese, es hat sich wieder ein Flüchtling daneben, aber ich denke, jetzt geht diese ganze katastrophale Diskussion wieder von vorne los. Man muss wieder sagen, wir müssen differenzieren, die sind ja nicht alle so. Und nein, es sind nicht nur die jungen, alleinstehenden Männer. Aber das kommt vor und mein Standardspruch ist, man muss diese Menschen anzeigen und sie müssen mit aller Härte des deutschen Gesetzes bestraft werden. Und wenn es heißt, dass sie abgeschoben werden müssen, dann ist eben nun mal so.